Ja, hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So nicht, meiner allwöchentlichen Presseschau zur Mitteldeutschen Zeitung. Heute soll es einmal vorwiegend nicht um Corona gehen, denn es ist Zeit, dass dieser Irrsinn einmal endet und wir gehen hier also heute voran mit dem Exit. So, also es soll gehen um das Thema kleiner Waffenschein, um einen Mord in Celle und schließlich dann am Rande doch ein bisschen um Corona und zwar um die Pest. So, jetzt zu dem kleinen Waffenschein. Die Mitteldeutsche Zeitung hat berichtet am Dienstag, 14. April 2020, mehr kleine Waffenscheine in Deutschland. Zahl nimmt seit Jahresbeginn zu. Naja, und diese Schlagzeile reiht sich ein in viele andere Schlagzeilen dieser Art, wo es dann heißt, Deutsche rüsten auf, mehr Waffen in Haushalten. Darüber wird immer mal wieder berichtet und das Ganze ist lächerlich, das ist hochgradig lächerlich, denn dieser kleine Waffenschein, der berechtigt zum Führen von Schreckschusswaffen. Also Waffen, die so konstruiert sind, dass aus ihnen lediglich Platzpatronen verschossen werden können. Das sagt auch hier der Artikel. Und da fragt man sich, weshalb braucht man dafür überhaupt sowas wie einen Waffenschein. Bis 2003 war das Führen dieser Waffen aber völlig frei. Da wurde nichts registriert, da gab es diesen kleinen Waffenschein noch gar nicht. Er wurde dann aber eingeführt in Reaktion auf, jetzt haltet euch fest, dass den Amoklauf von Erfurt. Damals hat ein Schüler, Verrückter, in Erfurt an die 20 Personen, Lehrer, Schüler, Schulpersonal, erschossen. Natürlich nicht mit Schreckschusswaffen, sondern mit richtigen Waffen, mit scharfen Waffen. Und als Reaktion darauf haben die Politik dann gesagt, nun gut, wir müssen was tun, wir müssen das Waffenrecht verschärfen. Und dann hat man diese bis dahin freien Schreckschusswaffen, das Führen davon abhängig gemacht, dass man einen kleinen Waffenschein hat. Dieser Vorfall zeigt, wie schlechte Politik funktioniert, wie Politik gegen das eigene Volk funktioniert. Es wird hier ein Ereignis zum Anlass genommen, nur zum Anlass genommen, etwas durchzusetzen, was man ohnehin schon durchsetzen wollte, was man aber bis dahin der Öffentlichkeit schlecht verkaufen konnte. Und ja, der Amoklauf von Erfurt wurde dann zum Anlass, diesen kleinen Waffenschein einzuführen. Weshalb das Ganze? Was ist der Grund hinter dieser, ja, Lächerlichkeit? Ich denke, dass es ist so eine Art Placebo-Effekt. Also richtige Waffenscheine, der sogenannte große Waffenschein, der zum Führen von Waffen, von scharfen Waffen berechtigt, der wird in Deutschland nämlich kaum noch vergeben. So gut wie nicht. Ja, in Sachsen-Anhalt habe ich ja mal die Regierung gefragt, in Sachsen-Anhalt existieren, glaube ich, zwei dieser richtigen Waffenscheine, die ihm aber jeder gefährdete Bürger beantragen könnte. Und es soll mir niemand erzählen, dass es in Sachsen-Anhalt unter unseren über 2 Millionen Bürgern nur zwei gibt, die dafür die Berechtigung erfüllen. Diese Vorschriften werden so restriktiv ausgelegt, dass man im Grunde sagen kann, das Recht ist völlig ausgehöhlt. Das müsste mal juristisch geklärt werden, wie dem auch sei, weil die Bürger keine Waffen zu ihrem Schutz mehr erhalten, keine richtigen Waffen, gibt man ihnen diesen Kinderwaffenschein, damit sie sich beruhigen. Ja, das, denke ich, ist also eine der Effekte, die man damit bezweckt. Und das zweite ist natürlich, einer Liberalisierung vorzubeugen, vorzubauen. Solche Schlagzeilen bewirken natürlich eine, ja, sie suggerieren eine Bedrohung, mehr kleine Waffenscheine in Deutschland. Das hat immer so ein Geraune, ja, jetzt wird es gefährlich, jetzt rüsten die Deutschen auf. Also kommt ja nicht auf die Idee, eine Liberalisierung zu fordern. Eher werden wir noch etwas verschärfen. Das ist der Unterton dieser Berichte. Übrigens dann auch im Kommentar, der Bericht auf Seite 5, Dienstag, 14. April, wird dann auf Seite 6 kommentiert. Waffen machen die Welt nicht sicherer, ja. Ironischerweise hat er recht, also diese Schreckschusswaffen, die machen wirklich
überhaupt nicht sicher. Ich würde auch wirklich empfehlen, diese Waffen nicht zur Selbstverteidigung zu verwenden, weil die knallen nur und haben sonst keinen Effekt. Also lieber Selbstverteidigung lernen oder irgendwie Pfefferspray verwenden. Gut, das dazu. Jetzt zu dem zweiten Thema für heute. War Messerstecher rechtsextrem? Ausgabe Mittwoch, 15. April 2020, Seite 5. In Celle hat ein 29-jähriger Deutscher ein 15-jähriges Flüchtlingskind erstochen. Ja, soweit so tragisch. Arkan Hussein heißt das Opfer. Und die Polizei sieht aber keinen Anhaltspunkt für eine ausländerfeindliche oder politisch motivierte Tat. Der Täter war drogenabhängig, zumindest hat man Drogen bei ihm gefunden. Das Ganze ereignete sich in einer schlechten Gegend, wo es häufiger zu Messerstechereien kommt. So traurig. Was hat jetzt aber die Presse getan? Die MZ und die Zeit Online, die Hilfs-Sheriffs, die dort unterwegs sind, waren natürlich damit nicht zufrieden. Das wäre doch wieder ein gefundenes Fressen. Ein Deutscher, der einen Ausländer hinmordet, Ausländerfeindlichkeit. Und also haben sie entgegen der Information der Polizei und entgegen des Augenscheins gewühlt, gesucht. Und siehe da, sie haben das gefunden, was sie gesucht haben. Und zwar hatte der Täter auf Facebook einen Freund, einen ehemaligen, der hat sich von ihm mittlerweile entfreundet, und der hatte ein eisernes Kreuz in seinem Facebook-Profil. Und ein anderer hat wohl irgendwie die Zahl 18 verwendet, die in rechtsextremen Kreisen ein Code für die Anfangsbuchstaben von Adolf Hitler sein soll. Zeit Online hat dann weiter recherchiert und hat herausgefunden, dass der Täter Seiten gefolgt ist mit Titeln wie die Verschwörungstheorie. Das ist natürlich schon zwingend, dass dann rechtsextremes Motiv vorliegt. Also was aber hieran deutlich wird, ist, dass wie sehr mit zweierlei Maß gemessen wird, wenn nämlich eines umgekehrt läuft, wenn ein Ausländer einen Deutschen ersticht, was häufiger vorkommt, ja, gerade im Fall von Messerdelikten, dann habe ich noch nicht erlebt, dass irgendein Blatt der Mainstream-Presse dieses Spiel in die andere Richtung gespielt hätte und nach einem deutschen feindlichen Motiv gesucht hätte. Na, da wird sofort relativiert. Beziehungstat, keine politischer Hintergrund, nichts hat mit nichts zu tun. Damit wird natürlich offensichtlich, wie hier die Motivlage ist, und das halte ich für pervers, das ist eine Form von Schuldkult. Man will nachweisen, dass wir Deutschen, dass das eigene Volk schuld ist, dass wir die Bösen sind. Das ist ja verurteilenswert. So, das dazu. Und jetzt noch abschließend zu diesem Pest-Hype, ja, den ich kann es schon nicht mehr hören. Wochenendausgabe 18. 19. April, Seite 2, Geschichte und Gegenwart, heißt die Rubrik. Langer Bericht über eine Pestausstellung in Herne, die man jetzt aufgrund der Einschränkungen nur noch irgendwie im Internet angucken kann. Und dann hier ein langer Artikel über Camus, die Pest, was man jetzt lesen soll, weil es ja irgendwie passt, weil wir ja auch in einer Art Pest leben. Ja, Unsinn, Unsinn. Dieses neue Virus hat eine Letalität, eine Sterblichkeit von 0,3 bis 0,5%. So, das ist der Wert, wenn man Dunkelziffer hinzurechnet und vergleicht, da kommt man ungefähr zu diesem Wert. Die Pest hatte eine Letalität von 30 bis 50%, also ungefähr 100 mal mehr. Von 1000 Pestkranken sind 300 bis 500 gestorben, von 1000 Corona-Kranken sterben 3 bis 5. Das ist Irreführung, das ist Propaganda, das ist Corona. Propaganda, wir sollen in eine Stimmung hineinsteigern, die uns dann dazu bringt, uns mit diesen Maßnahmen irgendwie abzufinden, vielleicht sogar irgendwie gut zu finden, uns irgendwie zu gruseln, weiß der Teufel, wie dem auch sei. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, ich bin für heute am Ende. Bis nächste Woche.